Die Ausstellung heißt Updating Germany. Ein Update sind kleine Schritte, die man in die Zukunft führen kann, an allen Enden, an verschiedenen Enden. Wir haben viele Optionen. Wir hatten 100 verschiedene Projekte, 100 verschiedene Updates im Katalog. 20 sind hier in der Ausstellung ausgestellt. Alles kleine Schritte, die in diese richtige Richtung, in die bessere Zukunft führen sollen. Genau. Also Nachhaltigkeit ist ja ein Begriff, der sehr viel verwendet wird und der vielleicht auch in vielen Punkten missbraucht wird. Eigentlich auch ein Begriff, der schon fast ein bisschen abgenutzt ist. Deshalb versuchen wir, den Begriff Nachhaltigkeit zu vermeiden und haben stattdessen den Begriff Update gewählt, weil er erstens ausdrückt, dass es sozusagen um nach vorne geht und zweitens auch ausdrückt, dass es uns um eine Vielfalt von kleinen Schritten geht. Die 20 Objekte, die wir ausgewählt haben, sind in 5 Kapitel eingeteilt, die hier durch 5 Mobiles repräsentiert werden. Also in diesem Saal hängen jetzt 5 Metallstrukturen, die zeigen, dass die Objekte, die wir ausstellen, aus der Balance geraten sind, so wie die Welt vielleicht aus der Balance geraten ist im Moment. Und teilweise berühren sie den Boden, teilweise sind sie nach oben gekippt und zeigen, wie fragil das ganze System geworden ist und dass wir daran arbeiten müssen, mit diesen kleinen Änderungen es dem Gleichgewicht wieder näher zu bringen. Ja, wenn man sich sozusagen Projekte zeigen will, die sich mit der Zukunft beschäftigen, die gerade erst entwickelt werden, dann kann man nicht wie sonst bei Architekturausstellungen oft Fotos zeigen oder Renderings zeigen oder Modelle hinstellen. Deshalb haben wir zu jedem Projekt, was wir in der Ausstellung zeigen, ein Pars pro Toto gesucht, ein großes, räumlich erlebbares 3D-Objekt, und das haben wir dann in das Mobile gehängt, und parallel dazu gibt es dann auf dem Fußboden auch sozusagen runtergefallen und sozusagen in Unordnung und gebrachte Texte und Bilder, die man dann in einzelnen Projekten zuordnen kann. Und das ist die berühmte Egon-Eiermann-Fassade. Inzwischen ist das ja aus der Mode gekommen und die Horten-Kaufhäuser-Fassaden werden seit langem abgerissen. Das Leipziger Architekturbüro Caro hat sich, als in Hamm ein solches Kaufhaus abgerissen wurde, vor kurzem die Fassade gesichert, um damit ihre offene Bibliothek in Magdeburg zu realisieren. Also die Konsummoderne des Westens wird recycelt in einem sozial nachhaltigen Projekt in einer schrumpfenden Stadt Ostdeutschlands. Und was uns dabei besonders wichtig ist, dass man sieht, dass man keine Angst haben muss vor Recycling und vor Reuse. Das Pink Project von Graft Architect zusammen mit Brad Pitt entwickelt, zeigt eine architektonische Skulptur, die in New Orleans auf einem Stadtteil, der nach dem Hurricane Katrina komplett kaputt gegangen war, aufgestellt wurde. Und damit konnte sehr viel Geld gesammelt werden. Es ist eine Möglichkeit für Architekten, temporäre Architekturen zu machen, die eine sehr langfristige und sinnvolle Verwendung finden, weil damit Aufmerksamkeit generiert wurde und das in Amerika ein großer Erfolg war. Uns geht es ja in der Ausstellung darum, eine möglichst große Bandbreite von Projekten auch zu zeigen. Und wie wir jetzt zum einen das Pink House von Graft in der Ausstellung zeigen, als medial sehr wirksames Projekt, zeigen wir sozusagen am anderen Ende auch die Initiative Schulbausteine für Gando. Francis Queré ist ein Architekt aus Berlin und Burkina Faso, der dort mehrere Schulprojekte initiiert hat. Schulbausteine sind die einzelnen Ziegelsteine, die dort von Hand gemacht werden. Und hier sieht man die Formen, die dafür notwendig sind, um den Ton zu pressen und in Form zu bringen. Und diese Bandbreite zu zeigen, sozusagen ein lokales Projekt mit lokaler Initiative und einem Wissenstransfer, der gleichzeitig global ist, und einem anderen Projekt wie das von Graft, wo es um mediale Aufmerksamkeit geht, das ist unser Ziel. Ja, hier sehen wir ein Projekt von Instant-Architekten. Es ist eine Plastikflasche, eine PET-Flasche, die anders als eine normale PET-Flasche geformt ist. Es sind so Schwalbenschwanzverbindungen daran zu sehen. Und es ist im Grunde nur ein Update eines normalen Konsumproduktes. Man kann mit dieser Flasche jetzt Häuser bauen. Hiermit kann man sie mit Federn oder mit Schlamm oder mit Wasser füllen und damit Notunterkünfte bauen. Es ist sozusagen ein intelligentes Update eines schon vorhandenen Recycling-Kreislaufs, der noch auf eine andere Art und Weise genutzt werden kann. In dem Kapitel Iconic Architecture, also die Mischung aus Iconic Architecture, wie wir sie seit den 90er Jahren als Zeichenarchitektur kennen, und ökologischer Architektur, überlegen wir uns also, welche neuen Funktionen und
Aufgabenarchitektur in der Zukunft haben könnte. Und ein Projekt ist das Projekt ProSolve 370 von Elegant Embellishment. Und in der Tat ist das hier ein Ornament, bei dem es darum geht, als zweite Fassade oder als Stadtmöbel zum einen Transparenz zuzulassen und zum anderen eine möglichst große Oberfläche herzustellen. Und die große Oberfläche braucht man, weil ProSolve 370 mit Titandioxid beschichtet ist. Titandioxid befindet sich auch in Katalysatoren im Auto und reinigt hier die Luft von Stickoxiden. Das heißt, dieses Ornament hat wieder eine Funktion, und zwar, dass es die Luft reinigt. Also hier stehen wir in einem Panorama einer Zukunftsvision, die Metropolis heißt, von Hollwig-Kuschner-Architekten. Und man sieht hier Hochhäuser, wie sie in einer amerikanischen Großstadt stehen, die von einer Pflanze überwuchert sind. Hollwig-Kuschner-Architekten gehen davon aus, dass man den Gencode von Pflanzen geknackt haben wird in naher Zukunft. Sie reden von 2100, wenn aus diesen Pflanzen direkt Strom und Energie gesaugt werden kann. Man braucht also seinen Strom wahrscheinlich nur noch aus dem Baumstamm zu ziehen. Das ist natürlich eine relativ ferne Zukunftsvision, aber sie könnte auch eine weitere Energieressource sein und die Stadt komplett wandeln. Hier das Projekt Tische Engineering, entwickelt am ILEC in Stuttgart von Timo Schmidt, auch im Kapitel Eco-Technotopia, ebenso wie Metropolis. Hier werden natürliche Zellen so gezüchtet, dass sie entlang von vorgerichteten Strukturen wachsen können. In Zukunft könnten also ähnlich wie heute schon Knochen, die nachgerüstet werden, nachgebaut werden aus menschlichen Zellen, könnten ganze Häuser oder Bauteile wachsen. Desert Mine ist ein Projekt von Christoph Barlieb. Hier wird eine Idee, die Jörg Schleich mal entwickelt hat, die Aufgrindkraftwerke neu umgesetzt, neu interpretiert, und er entwickelt eine ganze Stadt, die unter diesen riesigen Gewächshäusern, die notwendig werden, um die Wärme zu erzeugen, die in bis zu 1000 Meter hohen Türmen in Energie umgewandelt werden kann, zu erzeugen. So könnte also eine zukünftige Stadtvision in der Wüste aussehen.